Dieses Video ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder Heinz mit einer neuen Folge Heavy Rain. Ja, das letzte Mal als Feigling, die Trophäe und dann aus dem Kraftwerk sind. Ja, schauen wir mal, der Psychiater verprügelt wurde. Gucken wir mal, was wir jetzt weitermachen. Sieh den verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Mars ist der Origami-Killer. Ja, das glaubt man noch nicht ganz. Man weiß es nie, aber... Man weiß es nie. Oh! Nicht schon wieder Speicherpunkt, nicht ist ja aber. Donnerstag, 7 Uhr. Ach, 76 mm. Ach, das soll dann der Niederschlag sein. Ich jetzt hab's verstanden, nach der wievielten Folge. 16 ist das jetzt, wenn ich richtig gezählt habe. Oh, der Privatdetektiv hier dabei. Achso, müssen wir jetzt loslaufen? Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Jetzt müssen wir ja auch noch... leider noch eine Zielübung machen hier bestimmt. Oh Gott. Bälle sind im Koch. Und wir selber nehmen die Achte, meine Güte. Bing, bong, bing. Was muss man jetzt machen? Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Eins. Schwing, schwing, ding, ding. Na? Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Aha, naja, immerhin. Na, wir können härter zuschlagen. Das sieht man ja an unserer Figur. Ich. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gordy in den Origami-Fall verwickelt ist. Zombie-Dollar. Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Ach so, bei allem Respekt, ja. Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Die Antwort hat ihm bestimmt jetzt nicht gefallen, denke ich mir mal. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shelby. Und ich zahle gut für Loyalität. Ja. Wollen Sie mich bestechen?
Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Aha. Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauern Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Bing. So, wieder Speicherung. Ich habe hier ein bisschen Nerven noch, weil ich nehme jetzt glaub, die 8. Folge am Stück. Brauchen wir ein bisschen. Hab grad mal Lust. Ja, Donnerstag. 7:47 Uhr. 77,72 mm. Wo muss man jetzt hin? Achso, das ist ja die andere Adresse. Oh Gott, man weiß, was uns dort wieder blüht. Ach. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Und, ist was drin? Ein Schlüssel. Nein, nein, nehmen wir doch. Haben wir bestimmt hier. Oh. Oh Gott, was sind das für schönes Zimmer schon? Wollen wir uns erstmal umgucken, erstmal umsehen, was es hier noch gibt. Ja. Oh Gott, die Bude sieht gut aus, die. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Ach, die liebe Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Wir müssen bestimmt ein Messer suchen, oder? Halt, was war hier? Aha. Achso, nee, warte, Alter. Hä, was macht der denn? Ich hab doch gar nicht, du sollst... Was ist denn das da oben? Das, hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Was können wir jetzt nehmen? Oder brauchen wir das dann hinterher?
noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Nimm mir mal eine Schere, keine Ahnung. Ach nee, wir haben noch eine Axt, oder mal? Wir stellen mal in der Lok noch was anderes herum. Nee. Ja, die 8, die können wir nicht aufheben. Wir gucken nochmal in die Küche, ob wir noch was finden. Ja, echt was Schärferes. Es geht schneller. Nee. Mensch, nee. Oh, diese Steuerung nervt. So, nimm das Scheißding. Was müssen wir jetzt machen? Tun. Es versuchen, es tun. Was war denn das nicht wieder? Alter, geh mir nicht auf die Nüsse. Nee, ich tu doch also. Mensch, geht das wieder los hier? Mensch, was muss man denn da machen? Das wackelt alles rum. Nee, also hier muss ich zittern und da oben muss ich... Komm, Alter, mach hin jetzt. Ach, wir wollten noch mal gucken. Meine Bonus hier, die Bonus, Mensch.
Weil jetzt ist das gerade immer so spannend, da bin ich schon nicht die Hauptgeschichte unterbrechen, sozusagen. Und im Bonus, aber vielleicht müssen wir nächstes Mal gucken, was im Bonus ist. Ja, ist ein Bild kaputt. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Aha. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß. Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Aha, jetzt ist ja die Miss Page schon wieder da. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird's gefährlich für sie. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Dass die immer an der richtigen Stelle ist und immer gleich da ist. Hä? Müssen wir jetzt was machen? Ach so. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße, was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Ach so, wir müssen weiter. Ja, wo müssen wir denn raus? Ach, festhalten wir. Der kann doch nicht da hochklettern. Was mich nun wieder. Oh, Leute. Hä? Ich hab keine Ahnung, was denn nun? Oh, nun mach ich doch. Oh, das geht mir auf den Sack. So was Blödsinniges. Nun mach mal schon. Achso, mit Schwung. Es ist zu hoch. Mit Schwung, Mensch. Ja, und nun? Müssen wir was anderes suchen, oder was denn? Hm, was war denn hier jetzt noch? Wie hier? Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, Jane. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Sieht man's jetzt? Los, hier entlang. Der kann da kaum noch rauchen.
Oh, was denn nun so? Ach, muss ich ja wieder wackeln. Oh. Hä? Wieso sind die jetzt noch drin? Hä? Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir haben da gerade den. Ich sehe hier nicht mehr durch. Jetzt ist ein Display. Euch hilft ein Stück Schokolade. Aber wir können halt mal Schluss machen an der Stelle. Also gerade. Keine Ahnung mehr. Ja, meine Lieben, ja, ein bisschen länger mit Speichern. Ich kann aber in die Pause drücken. Tja. Wird mysteriös, du, mysteriös. Fertig mit Speichern. Um Gott, hier Tipp, haben wir keinen Bonus freigeschalten. Ohne Trophäe, Hände hoch, du, Hände hoch, na sowas. So, ich bin nicht meine Lieben. Ja, meine Lieben, haben wir wieder eine schwere Prüfung hinter uns, jetzt sind dann noch verhaftet worden. Also wie das jetzt ging, ich dachte, wir haben den hochgehoben, aber naja, wie es ja manchmal so spielt. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare, Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.